Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 West Coast Seasons. Ja, ich habe geschwadert und bin jetzt vor einem Treffen noch mal wieder zu weit gefahren. Ich habe mich jetzt doch für die Class Roland entschieden, weil sonst hätte das Geld nicht gereicht. Musste da ein bisschen umdisponieren, was meine Presswünsche angeht. Dazu habe ich mir noch den Ballenwickler geholt und halt den Ballensammelwagen. Gut, ich hätte das vielleicht den Ballensammelwagen mir sparen können, hätte ich ein bisschen Geld über gehabt, aber ja, jetzt sei es wie es sei, ich habe jetzt den Ballensammelwagen. Da ist ja 8000 Liter Ballen. Und hoffe, dass ich das mal vom nächsten Regenschauer irgendwie weggekriege. Dass wir dann beim, ja, am 5. Frühlingstag die nächsten Wiesen mähen können. Tausender Balle dazu. 8000 hätte der 6000 machen sollen. Umgestellt. Also noch 2000 liegen hier, glaube ich, nicht. Das heißt, das ist jetzt aber bitter. Ah, guck mal. So. Das ist wie geplant gewesen. So, dass das nicht geplant war. Das auf den Hof stellen und den Beinweg auf. Einfach am Zaun festfahren. Am Zaun festfahren ist immer eine gute Alternative. Bisschen über die Schafweide fahren, weil noch sind ja keine Schafe da. So. Das hier wegstellen. Das hat ja schon super funktioniert. Ab zum Händler. Hilft alles nichts. Wir brauchen den Beinwickler. Machen wir schon mal das Licht an. So langsam sicher wird es ja doch düster hier. Wieder diese Reifen. Ich muss noch beim Fahren echt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie mit am in einem Schild oder einem Auto hängen bleibe. Das wäre bitter. Dann macht das wieder so einen komischen Satz wie auf der Zimbersuchung-Folge. Das muss ja nicht sein, ne? Großen Ausdruck, einmal groß ausschwenken. Hilft immer. Handy. Wie heißt der gut jetzt? Will mal irgendwas von mir? Das ist schlimm, so was. Irgendwas würde es mir wieder mitteilen. Bei irgendwas ist hier immer. Ich hab natürlich auch wieder vergessen, das leise zu machen. Bitte ich aber.
Ach, wohin? Ist das Handy auch leise? Nachdem ich zuerst die Taschenlampe angemacht habe, ist sehr hilfreich, wenn man das Handy leise schalten will. Man sieht es dann wenigstens. Er ist einfach zu langsam. Naja. Jetzt kann ich auch schon wieder ein bisschen Gas geben. Dann läuft auch Musik in der YouTube-Audio-Bibliothek ist auch gut. Ah, naja, die Musik kann man wenigstens laufen lassen, ohne dass man irgendwie Stress oder Ärger bekommt. Oder das meistens auch manchmal auch nicht hilft. Es gibt ein Lied von einer. Von Stack of Alchemist, den das irgendeiner benutzt hat, um da irgendwie ein Lied draus zu machen und claimt das regelmäßig. Egal, also nicht nur bei mir oder bei uns, sondern auch bei anderen. Ist immer sehr lustig. Muss man dann immer Einspruch einlegen, weil das Lied ist natürlich zur freien Verfügung. Geil ist halt, dass das ist wohl irgendwie auch schon mal mehr oder weniger zur. Also YouTube weiß, dass dieses Lied frei ist. Weil das halt von The Circle of Alchemist ist und dieser Typ, der das halt andauernd ja, für sich beansprucht. Also YouTube weiß, dass er diesen Anspruch halt Unrecht stellt. Aber es passiert ja trotzdem jedes Mal wieder. Ich hatte das letzte bei einer Folge. Mal wieder. Ich weiß ja auch schon, um welches Lied es denn geht. Das heißt halt schon einfach mal komplett, sehr auf Eis mit, einfach schon mal komplett anders als von diesem, von dieser Plattenfirma oder auch mal der, die Gruppe, also der es immer meldet. Das YouTube. Und dann habe ich letztes Mal, einen Spaß gemacht und habe halt wieder dieses Lied, weil ich ja weiß, welches es ist, in ein Video mit reingepackt. Und zack, hatten wir schon wieder einen Urheberrechtsanspruch drauf. Und wieder halt für 40 Sekunden. Weil irgendwie halt 40 Sekunden dieses Leaks, was irgendwie 4 Minuten lang ist, halt sich dieser Künstler, Interpret, was auch immer, diese 40 Sekunden halt in seinem Video, in seinem Lied auch vorkommen. Und YouTube weiß das. Weil diesen Anspruch hatte ich vor einem Jahr auch schon auf Videos. Es ist immer wieder dasselbe Stück. Und YouTube weiß, dass es falsch ist und dass es passiert trotzdem immer wieder. Das heißt, dieser Algorithmus, der da abläuft, ist total bescheuert. Er ist nicht mehr lernfähig. Also dann gibt's so tolle Gesetze. Upload-Filter. Ja, bitte nicht. Wenn die auch, selbst wenn die doppelt so gut funktionieren wie der Algorithmus, der diese Scheiße verzapft, ne? Ja, dann gibt es demnächst überhaupt nichts mehr hochgeladen. Weil rein theoretisch dürfte ich dann nicht mal LS-Videos hochladen, weil LS ja nicht von mir ist. Ich habe den ja nicht erfunden. Aber, ach nee, wir wollen hier gar nicht über Politik, gar nicht über dieses. Ich meine, dass es mehr Schutz für Urheberrecht im Internet geben muss. Bin ich sofort bei. Dass da auch viel zu viel Schmuh mit betrieben wird. Ja. Aber wenn, dann richtig. Und nicht eher so ein halbherziger Blödsinn, der von vorne bis hinten nicht durchgedacht ist. Und vor allem, so also ein lernfähiger Algorithmus wäre ja halt auch schon mal was. Ich mache seit 2 Jahren YouTube mit Olaf zusammen, also mit meinem Bruder zusammen, jetzt seit Januar diesen Jahres auf einem Kanal. Und es passiert immer noch derselbe Mist wie vor 2 Jahren. Das Ding. Ich werde ja nicht der Einzige sein, der diese Lieder von Circle of Alchemist benutzt. Die stehen ja frei zur Verfügung. Man muss die ja nur nennen. Was ich außerdem, also wie gesagt, wenn einer von denen zuhören sollte und mich versteht, super Dank dafür. Ich benutze diese Lieder gerne. Aber. Wie kann es sein, dass 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang
Und selbst wenn es nur 2 Monate ist, wie kann es sein, dass ein Fehler, der nachweislich vom Algorithmus gemacht wird, weil dieser Typ oder dieser Interpret oder dieser Künstler oder Plattenfirma oder was auch immer, was dahinter steckt, was diesen Anspruch halt stellt, stellen sich ja nicht hin und gucken jeden Tag bei YouTube 5 Millionen Videos durch und finden dann, da läuft 20 Sekunden von unserem Lied. Das macht ja der Algorithmus und sagt dem Bescheid und das läuft ja automatisch. Warum kann ich einem Algorithmus nicht beibringen, dass das Schwachsinn ist? Weil es ist halt definitiv falsch, was der macht. Nein, jedes Mal musst du, ich muss nachweisen, dass der Algorithmus sich irrt. Seit wann, unschuldig bis die Schuld bewiesen ist, heißt es eigentlich und nicht andersrum. Also so habe ich das mal gelernt. Also, ne, man ist so lange unschuldig, bis einem die Schuld bewiesen worden ist. Nein, ich muss nachweisen, dass ich unschuldig bin und dieser Vorwurf nichtens ist oder nicht rechtens ist. Also was für ein Schwachsinn. Und das halt bei 2 Videos hintereinander, wo es jedes Mal um denselben Titel, um dasselbe Stück geht und um genau, das sind irgendwie, keine Ahnung, 42 Sekunden oder so. Es ist totaler Schwachsinn. Das verstehe ich nicht. Und dann dauert, ich meine, momentan, uns ist das relativ, ja, was heißt egal, monetarisieren können wir eh nicht, weil wir haben die 1000 Abonnenten noch nicht voll. Ich meine, irgendwann, wenn wir die mal wieder voll haben, natürlich, wir werden natürlich schön doof, wenn wir sagen, wir wollen mit YouTube kein Geld verdienen. Dass wir da keine Millionäre mehr mit werden. Das ist uns auch klar. Aber wenn es halt ein paar Euro im Monat sind. Ein paar Euro sind ein paar Euro. Ja, natürlich machen wir deswegen auch YouTube, weil man natürlich ein bisschen was damit. Man will halt ein bisschen bekannter werden. Man will halt irgendwann durch Werbung generiertes Geld. Natürlich wollen wir das auch haben. Ich meine, das ist. Wie gesagt, dass wir da irgendwie selbstständig mit werden oder. Die Zeiten sind vorbei, das weiß ich selber. Aber momentan, wie gesagt, wir können momentan eh noch keine Werbung schalten, weil wir haben halt nicht die 1000 Abonnenten. Die Watchtime hätten wir mittlerweile schon irgendwie, hätten wir zwar schon voll, aber ja gut, es ist jetzt halt so. Aber ich musste mir denn, die Möglichkeit besteht aber, dass ich, obwohl ich keine Werbung auf einem Video schalten kann, dass ein anderer, der zu Unrecht Ansprüche stellt, auf mein Video monetarisieren darf, obwohl ich das gar nicht kann? Entschuldigung, aber da läuft irgendwas ganz verkehrt. Das ist, das kann so irgendwie nicht ganz richtig sein. So habe ich das jetzt jedenfalls, habe ich das ganze System von YouTube jetzt verstanden. Aber ob der jetzt sein Video Werbung schalten darf oder nicht. Erstmal, wie gesagt, ich muss nachweisen, dass ich im Recht bin. Das ist schon mal ein Unding. Das Problem ist halt einfach, und wenn ich sowas hier machen will, es bleibt dafür halt einfach nur YouTube. Gibt keine andere. Zum Händler fahren, eine Sammelwaren holen. Es gibt einfach keine andere Plattform, die mir diese Möglichkeit bietet. Bei Twitch ist das momentan mit Videos. Hochladen irgendwie nicht so einfach. Ich habe mich da bei Twitch auch nie auseinandergesetzt. Aber ich mache das ja einerseits, ich habe da halt Spaß dran. Ich reg mich halt auch gerne mal auf. Das habt ihr jetzt mittlerweile auch schon, haben die meisten, glaube ich, auch schon mitbekommen. Wie gesagt, und wenn da halt irgendwann meine eine müde Mark bei abfällt, wäre das schön. Überhaupt kein. Aber es ist und bleibt ein Hobby. Um das YouTube und so hauptberuflich zu machen, sind wir viel, viel, viel zu klein. Wir werden auf die Größe. Ich meine, es wäre schön. Es wäre absolut traumhaft, wenn wir diese Größe erreichen würden. Aber nein. Ich will, das habe ich auch gar nicht vor. Man will natürlich ein bisschen bekannter werden, das ist schön. Man hat halt Spaß daran, Videos zu machen und die mit euch zu teilen. Und wenn sie euch dann noch gefallen und ihr die guckt und ein paar Daumen oben gibt und mir ein paar Kommentare da lasst, freue ich mich umso mehr. Überhaupt kein Thema. Aber dann muss man sich jedes Mal mit diesen
durch einen Fehler YouTubes jedes Mal wieder mit so einem Blödsinn rumärgern. Das ist traurig. Fragt mich nicht, wer hier den Anhänger mit Saatgut und so stehen oder Dünger stehen gelassen hat. Ich glaube, das ist Tobi seiner. Die musste ich auch schon ein bisschen aus dem Weg fahren, weil ich hatte noch eines Mähwerk von hinten verkauft. Ich habe mir jetzt nämlich noch mal ein bisschen noch das Butterfly-Mähwerk gekauft, damit das nächste Mähen, dass da ein bisschen mehr runterkommt. Man macht das gerne, man macht das, auch, weil man da Spaß dran hat. Und von you, und dann kriegt man halt immer von irgendwo, kriegst du halt immer wieder irgendwie Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und das ist echt ärgerlich. Aber nein, natürlich, ich könnte jetzt sagen, hat mein Bruder auch schon gesagt, dann nimm, wenn du weißt, welches Lied das ist, dann nimm es doch raus. Nimm es aus deiner Playlist raus, aus dem Ordner, dann wird das nicht mehr abgespielt. Ja, natürlich geht das. Aber nein. Warum zum Teufel soll ich... Warum muss es... Ja, der Klügere gibt nach. Alles schön und gut. Aber wenn halt jeder, wenn immer der Klügere nachgibt, regieren irgendwann die dumm. Es muss halt... Und vielleicht kriegt das ja mal irgendwann, macht das ja bei irgendeinem, der den Algorithmus konfiguriert, oder irgendeiner, der bei YouTube diese Dinge andauernd prüfen muss, weil er andauernd dieselbe Meldung kriegt von dem einen und demselben Lied. Vielleicht wird das ja irgendwann mal eingefügt und gesagt, das hat keinen Urheberrechtsanspruch. Und deswegen bleibt das halt auch in meiner Liste drin. Wenn das kommt, dann kommt's. Und dann ist gut. Und jetzt ist das Video auch schon wieder lang genug geworden. Ich sammle die beiden noch ein und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder, also am 5. Frühlings, 5. Tag, Frühlingsessen, Frühlingsendetag. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, immer artig bleiben. Ciao!